Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, der Kampf gegen das Patriarchat ist wichtig, weil das Patriarchat unterdrückt alle Männer, Frauen und alle, die sich nicht zuordnen wollen einem bestimmten Geschlecht. Und dieser gemeinsame Kampf gegen das Patriarchat ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen aber immer auch noch unsere Räume, wo wir uns bestärken und gegenseitig schützen und helfen. Und die finden wir dann eher so in den feministischen Kreisen, Zirkeln, Kämpfen. Aber ich würde niemals irgendein Geschlecht von einem antipatriarchalen Kampf ausschließen. Beides hat Berechtigung und ist wichtig.